Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Adventssonntag. Es ist ein besonderer Sonntag im Advent, nämlich der Sonntag mit der Aktion Sei so frei. Der Advent steht vor der Tür. Eine Zeit der Besinnung, der Vorbereitung auf die Geburt unseres Erlösers und der besonderen Augenblicke des Schenkens. Die katholische Männerbewegung bittet heute um ihre Spende. Die Aktion Sei so frei widmet eure Spende den Bergbauern in Peru. Ja, also wir sind schon mitten im Advent drinnen und wir wenden uns wie bei jeder heiligen Messe an den Herrn, der uns erlöst. Herr Jesus Christus, wir wenden unser Herz und unsere Seele zu dir. Du bist der tiefe Grund unserer Freude. Herr, erbarme dich unser. Du schenkst uns das reine Wasser des Lebens. Christus, erbarme dich unser. Du bist unsere tragende Hoffnung und unser Heil. Herr, erbarme dich unser. Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf dein Volk, das mit gläubigem Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet. Mache unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Zephania. Juble, Tochter Sion, jauchze, Israel. Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion, lass die Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich, er schweigt in seiner Liebe. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Wort des lebendigen Gottes. In der ersten Lesung wurde die Tochter Sion, die Stadt Jerusalem, eingeladen zur außerordentlichen Freude und Jubel. Denn der Herr, der Gott und König Israels, ist in ihrer Mitte. In der zweiten Lesung wird uns dann Paulus aufrufen zum Dank, wie er es bei seiner Gemeinde getan hat. Denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe und relativiert die Sorgen des Alltags. Im Evangelium wird dann Johannes der Täufer den Messias ankündigen, der uns mit Heiligem Geist und Feuer tauft. Wir sagen euch an den lieben
weit in die dunkle Welt hinein. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr sei hier, o Herr. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen, und fragten: Meister, was sollen wir tun? Er sagte ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen wir denn tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber, wird er in das nie verlöschende Feuer bringen und verbrennen. Mit diesen vielen anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,
möchte heute beginnen mit einem Gedicht, das mir in einem Brief beigelegt war. Der alte Brunnen spendet leise sein Wasser täglich gleicherweise. Ich möchte diesem Brunnen gleichen, was in mir ist, stets weiterreichen. Doch geben, geben alle Tage, sagt Brunnen, wird das nicht zur Plage? Wird's fließen dir denn nicht zu viel, wenn jeder bei dir schöpfen will? Da sagt er, ich begriff es schnelle, bin Brunnen nur und nicht die Quelle. Mit Fleiß tu verschrieben. Mit Fleiß tue ich es und gebe es weiter. Das macht mein Dasein froh und heiter. Das Brunnengleichnis mich erstaunte. Mir war's, als ob sein Fließen raunte. Mir nach, ein jeder hat im Leben dem Nächsten doch so viel zu geben. Nun lebe ich nach des Brunnens Weise, zieh freudig meine Pilgerreise. Was mir vom Schöpfer fließt ins Leben, das kann ich gerne weitergeben. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Von der Quelle zum Brunnen fließt das Wasser. Und vom Brunnen zu den Menschen auf den Tisch. Das Wasser samt Quelle und Genuss ist ein Teil der Schöpfung, vom Herrn geschaffen, wie alles andere. Es ist aber auch ein Bild für die Kirche. Wie die Quelle entspringt, plötzlich ist sie da an der Oberfläche. So ist Gott da plötzlich in einem Stall, in einer Krippe. Er ist da als Gott und Mensch. Das Wunder der Menschwerdung Gottes. Wir wollen es, wenn es soweit ist, gebührend feiern und dankbar sein. Auch bei uns ist es oft so, wie beim Wasser, bei der Quelle, plötzlich ein Gedanke, ein Geistesblitz sozusagen. Ich erinnere mich, bin im Auto heimgefahren, schon im Pfarrgebiet, merke ich, dass ich plötzlich bei einem Haus mit den Blicken stehen blieb und wusste, da muss ich jetzt hin, denn dort gibt es eine kranke Person. Bin hingefahren, bin gerade zurechtgekommen, ihr beim Sterben zu helfen und ihr die Krankensalbung zu geben. Krankensalbung. Sie zu geben, braucht es die Priesterweihe. Aber woher kommt diese Weihe? Und die Kirche überhaupt? Die Kirche ist wie ein Brunnen,
ein Sammelbecken der Gnade und sie spendet aus diesem Sammelbecken die Sakramente, alle sieben. Aber es braucht einen Anschluss, damit wir an diese Quelle herankommen. Und den Anschluss, den gibt natürlich Gott in vielen Dingen, in der Weihe und so weiter. Aber es ist auch unsere Sache, dass wir diesen Anschluss auch bekommen. Das Gebet, da schließt man an die Quelle, die von Gott kommt. Und mehr noch bei der Heiligen Messe. Der Gang zur Sonntagsmesse ist ein Gang zum Brunnen, zur Kirche, zum Sammelbecken sozusagen der Gnade. Wie die Hirten zur Krippe gegangen sind, so gehen wir zur Kirche, zur Heiligen Messe. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, wie wichtig die Sonntagsmesse ist. Da gibt es den Anschluss, den besonderen Anschluss an Gott, an die Quelle der Gnade. Ob wir den Weg auch immer bereit sind zu gehen. Die Hirten mussten auch nach Bethlehem gehen. Und die Weisen aus dem Morgenland haben einen langen Weg zurückgelegt, damit sie zum Königskind kommen konnten, zu Christus. Für uns ist es eigentlich ein relativ kurzer Weg, der Gang zur Kirche, der Gang zum Brunnen. Oder müssen wir vielleicht auch weitergehen? Sind wir oft zu weit entfernt? Aber nehmen wir den Weg auf, auch wenn er weit ist und wenn er beschwerlich ist. Er ist es wert, denn wir kommen zur Quelle. Wir kommen zu Christus, der Quelle des Glaubens, der Quelle des Lebens, der Quelle des ewigen Lebens. Denn er führt uns über den Tod hinaus in dieses Leben bei ihm, in dieses ewige Leben. Und mit Dank und Andacht sage ich, was wir oft ja auch sagen und oft so gedankenlos: Gelobt sei Jesus Christus. Nicht gedankenlos wollen wir jetzt sagen, dass wir an ihn glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Guter allmächtiger Gott, du hast uns gesagt, alles, worum wir dich bitten, wirst du uns geben. Wir treten voll Vertrauen vor dich hin und bitten dich. Begleite uns in deiner Liebe auf dem Weg durch den Advent hin zu Weihnachten. Wir bitten dich. Öffne unser Herz immer wieder neu für andere Menschen, besonders für jene, die wir mit unserer Sei-so-frei-Adventsammlung unterstützen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Menschen in Peru und auf der Welt, die von Hunger und Durst bedroht sind, das Wasser des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Bewahre die Menschen vor Umweltkatastrophen, damit ihre Arbeit nachhaltig Frucht bringt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für unsere Verstorbenen. Sterbetag haben Alois Wansch, Johann Aumeier und Franz Bauer. Herr, schenke ihnen eine ewige Wohnung bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott der Liebe, du möchtest unter uns erfahrbar sein, durch unsere praktische Hilfe füreinander. Durch unsere Anteilnahme und unser Verstehen, hilf uns zu tun, was in unseren Kräften liegt. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes. Nimm unsere Gaben an und gib deiner Kirche die Gnade, immer und überall sein Opfer zu feiern. Schenke uns durch dieses Geheimnis dein Heil, das du der Welt bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der verlorenen Menschheit als Erlöser verheißen. Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden, seine Kraft stärkt die Schwachen, seine Heiligkeit bringt den Sündern Vergebung. Denn er ist der Heiland der Welt, den du gesandt hast, weil du getreu bist. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden,
seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir dürfen ihn also bitten: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Geben wir auch einander ein Zeichen des Friedens. Thank you.
das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr,
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, komm durch dieses heilige Mahl uns schwachen Menschen zu Hilfe, reinige uns von Schuld und mache uns bereit für das kommende Fest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Verlautbarung. Die Messen sind am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils um 7.15 Uhr, am Mittwoch um 18.30 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten und stille Anbetung, 19 Uhr Heilige Messe. Am Freitag ist um 8 Uhr Weihnachtsgottesdienst der Volksschule, am Samstag 7.15 Uhr Heilige Messe und um 19 Uhr am Samstag Wort Gottes, Segensfeier, Weihnachten ohne dich. Sonntag, 4. Adventssonntag, 7.30 Uhr Frühmesse, 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst. Heute ist um 16 Uhr das Weihnachtskonzert des Musikvereins in der Kirche. Anschließend wird zu Getränken und Imbissen am Kirchenplatz eingeladen. Der Stammtisch für pflegende Angehörige findet am Mittwoch um 19.45 Uhr im Gemeindeamt statt. Der Mittagstisch ist am Donnerstag wieder in Oberndorf. Zur Wort Gottes Segensfeier Weihnachten ohne dich am Samstag um 19 Uhr in unserer Pfarrkirche sind besonders jene aus unserer Region eingeladen, die Weihnachten in diesem Jahr ohne einen geliebten Menschen feiern. Am Samstag findet die Kaltenberger Adventrois eine Fackelwanderung rund um Kaltenberg mit Standlmarkt statt. Beginn ist um 18.30 Uhr mit einem Kirchenkonzert und Mundartgedichten. Der Erlös wird zur Gänze gespendet. Pfarrer Martin wird nächsten Sonntag um 9.15 Uhr und am 25. Dezember um 7.30 Uhr die Heilige Messe mit uns feiern. Beicht- und Aussprachemöglichkeit ist am nächsten Sonntag von 14 bis 16 Uhr bei Kurat Josef hier in der Kirche. Heuer widmet sich Sei so frei den Kleinbauernfamilien in den Bergen Perus. Ihr Leben ist geprägt von Entbehrungen und harter Arbeit. Die Felder an den steilen Hängen werden mühevoll von Hand bestellt. Trockenheit bedroht die Ernte. Viele Kinder sind unterernährt. Sei so frei hilft, dringend benötigte Wasserspeicher zu bauen, damit die Trockenzeit überbrückt werden. Eines von vielen Projekten begleitet die Bergbauernfamilien bei der Umstellung auf biologische Landwirtschaft. Diese Starthilfe ermöglicht Selbstständigkeit und sichert Einkommen. Helfen wir in diesem Advent gemeinsam den Bergbauernfamilien. Herzlichen Dank im Voraus. Lebendiger Gott, wir danken dir für diese Feier, in der du uns mit deiner Kraft gestärkt hast. Lass unsere Sehnsucht nach dir nicht verkümmern. Gib uns wachsame Augen für das Unsichtbare, damit es in unserem Herzen sichtbar wird. Wenn wir füreinander da sind, machst du deine Liebe begreifbar. Stärke und erhalte uns auf diesem Weg, er führt zu dir. Und dass dieser Weg, den wir in dieser Woche gehen, auch wirklich ein Weg zu Gott wird, möge der Segen beitragen, um den wir jetzt Gott bitten. Wo ist der adventliche Segen? Es ist auch ein adventlicher Segen, weil es eine Adventmesse war, wenn ich ihn jetzt zugebe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.
Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch einen guten dritten Adventssonntag. Die Nähe zu Weihnachten möge uns auch eine größere Nähe zu Christus, der in die Welt kommen wird oder gekommen ist schon und immer wieder kommt, besonders wenn wir Weihnachten feiern. Geht hin in Frieden. Amen.